Hey, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Strategie-Runde und zwar zu Company of Heroes 3. Ja, das Spiel ist jetzt in der Beta, nenne ich es jetzt mal. Und ich wollte das heute euch mal zeigen. Ja. Wir sind nämlich heute mal die Wehrmacht. Wieso der Unterschied zu Teil 2 und Teil 1 ist, den ich am bevorzuge, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das zockt, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr Teil 2 gezockt habt. Oder welchen Teil ihr davon besser findet. So, wir starten mit Pionieren. Wir müssen erstmal Fett einnehmen. Ich bin hier mit einem Mate auf der Seite. Wir sind leider ein bisschen was eingeengt. Ich weiß nicht, ob wir hier über den Fluss können. Es gibt vier verschiedene Fraktionen. Einmal die US Army. Die spielt hier mein Kollege. Und ich spiele die Wehrmacht. Dann gibt es noch die African Corps. Das sind so... Ja, auch eigentlich, ich glaube, Deutsche, die in Afrika stationiert sind. Lol, wieso wurde das Territorium jetzt hier eingenommen? Seid ihr doof? Okay, soundtechnisch ist das schon alles relativ nice. Da oben ist schon der Feind. Den können wir hier tatsächlich mal unterstützen. Können wir hier das hier als Base einnehmen? Ist doch an unserem Territorium. Lol. Oh mein Gott. Taktischer Rückzug. Ich find's schade, dass die Deutschen nicht Deutsch reden, sondern Englisch. Kommt Jungs, macht mal was da. Squad Merge, Support Target. So, wie viele kommen denn jetzt? Genau die. Das sind verdammt viele Jungs. Taktischer Rückzug. Kommt Jungs. Wir brauchen mal ein bisschen was Verstärkung. Hey Idioten, versteckt euch doch dahinter. Als ob, was haben die da für fette Knarren? Oh mein Gott. Die sind übelst OP. Kommt Jungs, auf sie. Will er da rein ins, will ins Haus? Nee. Boah. Nein Jung, stell dich doch quer. Oder zu dem. Oh fuck. Komm, direkt beide reparieren hier. Ist gut, wir haben hier ein gutes, starkes Team. Damit ein bisschen was überrascht da. Scheiße. Manchmal sagen die deutsche Sachen, habe ich so das Gefühl. Scheiße und so. Das klingt schon alles sehr wild. Kommt, das nächste dir. Jawohl, perfekt. Okay, was haben die hier liegen gelassen? Kommt, holt euch den. Jawohl. Alter, richtig gut. Wir sind richtig stark unterwegs jetzt. Okay, die sollten vielleicht nicht so offen hier rumstehen. Davon mal abgesehen. Und die ziehen sich mal kurz zurück. Die haben das eingenommen. Das ist perfekt. Hier legen wir mal schön mal kurz ein paar Minen hin. Was geht da oben ab? Hier ist fettes Geballer. Ach, das ist eine Täuschgranate. Oder? Ne, da schießt irgendjemand gegen. Das MG? What the fuck? Ihr Idioten, ihr steht auch alle da in der Ecke. Auch wenn ich euch dahin geschickt habe. Jetzt habt ihr sie. Jetzt habt ihr sie. Ah, fast. Knapp. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nach vorne pushen. Durch die Mitte durch. Einfach mal richtig Stress da hinten machen. Mit den Mates hier zusammen. Die müssten ja, glaube ich, hier in der Mitte müssten die sich ja verstecken. Da müssten wir gute Chancen haben, erstmal deren Verbindung zu unterbrechen. Wenn wir das hier kappen.
die nicht direkt da im Weg stehen. Das wäre perfekt. Oder da stehen... Was ist das? Ein Pferd? Ein Hiesel? Okay, Jungs. Da oben kommt Artillerie. Die rennen da voll selber rein. Dann sind das Typen. Alter, die machen mich fertig. Kommt, Jungs, da unten. So, ihr halt den. Oh mein Gott. Komm auf sie drauf. Kommt, Jungs, ihr holt das. Alter, da kommen ja richtig viele. What the fuck? Da voll drauf, Jungs. Kommt, Jungs, zieht euch zurück. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch den Bunker da oben wegballern. Kommt ihr, unterstützt die. Alter, als ob der da oben unseren Mate platt macht. Ich glaube es nicht. Kommt schon, snackt sie weg, Jungs. Hey, ihr sollt da nicht... Okay. Geht einfach da ran. Kein Problem, meine Friends. Warum? Ich hab's irgendjemandem gesagt. Die Pisse. Oh mein Gott, ihr Idioten. Warum fuckt ihr denn so weit zurück? Ich glaube es nicht. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Fahr den Panzer doch direkt in den Tod. Komm, reparier das Ding. Das ist nicht ganz so wichtig. Alter, ich geh kaputt. Oh mein Gott, der hat nur ein Pixelleben. Alter, unsere ganze Infanterie ist weg. Der Junge, da hilft auch nichts mehr zu reparieren da. Perfekt, wenigstens eine Infanterie hier. Beziehungsweise Anti-Interferen. Ja, alles klar! Er flieht direkt. Du Idiot, geh da ran. Ein Crusader, kommt, Jungs, den holt ihr euch. Als ob du dich jetzt auch zurückziehst, willst du nicht eigentlich komplett flachsen. Rettet euch lieber. Wenn du es der Channel. Hey, wo rennt. Hallo, Freundchen? Hallo, du rennst zu weit weg. Ich glaube es nicht, er ist einfach weggelaufen. Fassbar. Unfassbar. Komm, Junge, fahr. Boah, Alter, der setzt den schon zu, wenn er schießt. Das ist schon ein gutes Gerät, aber ich habe nicht mehr davon. Das ist das Problem. Kriegen wir den da oben weg? Das wäre natürlich nice. Oh mein Gott. Kommt, Jungs. Zimmer zu weg. Macht was. Granaten, alles drauf. Hau sie weg. Komm, den. Da, der flieht. Der ist schon mal... Nee, der flieht nicht.
Fährt nur im Kreis. Das ist nicht gut. Hallo, lauft nicht so weit nach vorne. Die Mongos. Komm schon. Reparieren. Engine Damage, das ist schon mal gut. Das wird eng, das wird eng. Scheiße, der hat den ersten weggeholt. Reparieren, reparieren. Der macht so viel Damage da rein und ich mach dem so wenig. Oh mein Gott. Alter, womit kommen die denn jetzt hier an? Wollen die mich verarschen? Pushen die mich gerade? What the fuck? Was geht denn jetzt hier ab? What the fuck, Alter? Was passiert hier? Oh mein Gott! Die ganze Bude brennt! Alles brennt! Die rushen ja unfassbar mit ihren Airbones. Ja, alles klar. Mädels, rastet aus. Ich hab nichts zum Herstellen. Oh mein Gott, ich habe jetzt erst gesehen, man konnte hier eins von drei auswählen, was man haben möchte. Ich habe jetzt den Machinized genommen. Oh mein Gott. Das ist ja echt dumm. Das habe ich ja voll verkackt. Alter, stehen die ganze Zeit nur dumm rum und arbeiten nicht autark, ne? Das macht mich ja noch ein bisschen was fertig. Kann man das hier irgendwie reparieren lassen? Und so vom Pionieren? Kommt, Jungs. Snickt die da hinten weg. Komm, das kriegt ihr hin. Kosten 270. Wie viel kosten die denn hier? 420. The enemy is stealing our territory from us. Das ist belastend. Hey, die sollen uns nicht. Das ist ja mehr so ein Überleben gerade. Ich glaube, auf kurz oder lang haben wir das verloren. Sehr belastend. Aber vielleicht holen wir noch ein paar Kills. Alter, voll getroffen. Die Panzerfaust kostet auf 35, das ist mega teuer eigentlich. Und zwei Sterne gegen einen Stern, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Kommt schon, Jungs. Gibt's hier irgendwo Deckung? Natürlich nicht. Wollt mich da verarschen. Komm, das kann doch nicht so lange dauern. Da, holt ihn euch! Schnee, er steht seitlich zu euch! Schießt doch, ihr Idioten! Nein! Ihr habt nur ein Pixel Leben! Komm jetzt! Schuss! Ach man! Ihr seid so Mongos, wirklich. Ja gut. Das war mal der nette Einblick in Company of Heroes 3. Ja. Ich glaube, die rushen uns jetzt hart. Ich habe so ein bisschen was verkackt. Ja, ist auch das erste Game, also muss man auch erstmal reinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.